Ich zeige Ihnen heute, wie Sie in der VR Network Software ab der Version 5 nach der Neuinstallation eine Bankverbindung mit dem Pintan-Verfahren anlegen. Dazu melde ich mich hier an und es startet automatisch ein Einrichtungsassistent. Ich sage Ja. Auf die Frage, ob ich eine Bankverbindung einrichten möchte, sage ich Ja. Die nenne ich ganz vielsagend Volksbank und vergebe oder gebe hier die Bankleitzahl ein. Er zeigt mir dann auch den Namen an. Eine Pintan-Bankverbindung soll es werden. Die V-Erkennung habe ich bereits vorbereitet. Die gehört in beide Felder rein. Das ist neu seit einiger Zeit. Das ist die Kommunikationsadresse zum Bankserver. HPCI 3.0 ist richtig, das lasse ich so stehen. Und jetzt geht die Software sofort online, braucht meine PIN. Und synchronisiert die Daten. Meine Konten werden zurückgemeldet. Den Haken lasse ich hier drin. Dann werden diese Konten automatisch angelegt. Ich werde gefragt, ob ich hier schon SEPA bevorzugen möchte. Das heißt, ob ich bei diesen Konten immer dann, wenn ich einen Auftrag erfasse, automatisch die SEPA-Maske angezeigt bekomme. Ich lass das jetzt nochmal so stehen, klicke auf Weiter und bekomme jetzt noch die Rückmeldung, alles verlief erfolgreich, aber ich muss noch mein Sicherheitsverfahren einrichten. Ich sage okay, ich möchte mobile TAN einrichten, klicke auf Weiter, nochmal auf Weiter. Die Software muss jetzt nochmal online gehen. Ich gebe wieder meine PIN-Nummer ein. Und es wird das gewünschte Medium angezeigt, Mobiltelefon. Also das kann man eigentlich alles so stehen lassen. Auch hier diese Bezeichnung, alles würde ich so stehen lassen. Und Fenster schließen. Hier wird nochmal alles zusammengefasst. Ich sage weiter und fertigstellen. Möchten Sie weitere Konten anlegen? Nein, das waren alle Konten. Und ich sage jetzt weiter, dann holt die Software direkt von meinen Konten die Umsätze ab und fügt die hier in die Software ein. Hier sehen Sie den ganzen Ablauf. Alles verlief erfolgreich. Ich sage Fertigstellen und hier sehe ich meine Konten. Ich sehe die Umsätze. Und ich zeige Ihnen noch einen Trick. Nach der Installation sieht die Software erstmal so aus. Diese Baumansicht ist dann eingeklappt. Man klickt hier auf dieses Wort oder auf diesen Schriftzug und diese PIN-Nadel, wenn man da draufklickt, damit stellt man das fest. Das bleibt dann auch so. Etwas ganz Wichtiges möchte ich Ihnen noch zeigen. Unter Extras Einstellungen bearbeiten und dann unter erweiterte Einstellungen hier finden Sie die Erinnerung an das Backup, also die Datensicherung der Software. Die steht hier bei mir auf 14 Tage. Stellen Sie das bitte so ein, wie Sie an eine Datensicherung erinnert werden möchten und machen Sie diese Datensicherung bitte auf einem externen Datenträger, damit, wenn mit Ihrem PC mal was sein sollte, Sie die Daten der Banking-Software auf jeden Fall gesichert haben. Ich klicke hier auf OK, kann auch hier oben auf das Volksbank-Symbol und auf Sichern klicken, so da kann ich jederzeit eine Datensicherung machen. Okay, ja, das war's für heute. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.